am Abend sturzbetrunken lag beim Schwein. Da träumt auch die Wäugerin des Spielmanns Weib zu sein. Da träumt auch die Wäugerin des Spielmanns Weib zu sein. Das Glück hat Weib so jung und schön ein schweres Leben für. Beim Weg hat sich in seiner Beine zu Lust kein Zufallein mehr rührt. An diesem Strahl hat er nicht mehr am Ende leid. Spielmanns Weib zu sein. Und sehnt es wird das einzig sehr des Spielmanns Weib zu sein. Im Schankhaus heute feierlich der Spielmann eingekehrt und hat geschenkt. Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. In Pfullendorf ist Nachmittag etwas los. Wir haben hier jetzt Mittelalterfest und der ganze Stadtgarten ist vom Mittelalter übersät und es sind Ritter da, es sind Burgfräuleins da, es ist ein Waschsalon da, es sind Ritterkämpfe da. Es ist also wirklich klasse, was hier geboten wird. Und ihr werdet da noch einige sehen. Wir machen noch ein paar schöne Videos und der Hammer von Schwertkämpfen bis zu toller Musik ist alles geboten. So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, und schon sind wir am Rittertisch und am Knappentisch. Ihr seht, es geht hier hoch her. Ich habe gestern zum Bierbrauer, habe ich gesagt, ob er sein Brauwasser vom Friedhof holt, unterhalb der Wikingerfriedhöfe. Da hat er gefragt, warum. Da habe ich gesagt, weil das Bier etwas süßlich schmeckt. Ihr seht, es geht hier richtig hoch her. Die Barden sind da, es sind also das fahrende Volk ist da, Ritter sind da, die Rüstungen. Das ist also eine wahre Freude, was hier alles geboten wird und was hier für Aufwände betrieben werden, nur um so ein Wochenende zu verbringen. Und ihr seht natürlich, ja, natürlich muss das Horn zum Trinken da sein. Benediktum im Paradies laufen alle nackt rum. Der liebe Gott hat die Weiber begipfelt, ihre Täler gespalten, die Männer bezipfelt. Dieser Zipfel sei den Weibern Trost. Prost! Vielen Dank, das ist ja ein tolles Gelage. Natürlich haben wir jetzt die Barden noch dazu bewegt, dass sie noch etwas spielen. Die Minnesänger von den... Keine Minnesänger. Ein Minnesänger ist ein gut aussehender, junger, adliger Mann, der auf Knien vor einer hübschen Frau dahin robbt und ihr salbungsvolle Worte entgegenschmeißt. Sehen wir so aus? Nein. Entschuldigung. Ihr lasst euch einfach den Baum rein. So einfach kann die Welt sein. Das eine Mal, da war's im Wald, wir wanderten seit Tagen. Da hatte jeder von uns bald ein Riesenloch im Magen. So bauten wir uns ausgeäst zwei Pfeile und ein Bogen. Schritten dann zur Tat. Wir wollen nun ein Wildschwein jagen. Es raschelte alsbald im Lauf Gekrunz und Gekeil. Der Fuchs spannte den Bogen, traf genau das Hinterteil. Ein Pfaffenstiel, oh Schreck, oh Graus! Und Wolle schmerzlich glückte. Darunter lag ein Mägdelein, das ihn wohl grad beglückte. Da steckte nun der Pfeil im Hinterteil vom Pfaffen. Er fluchte laut und schrie, euch soll der Blitz beim Scheiß treffen! Wir grüßen Reitmarseil, sind auch gleich davon gerannt. Da haben wir doch wieder mal den Bogen überspannt. La 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 la, so ziehen wir das ganze Land. La 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 la, mit Bier und Laute in der Hand. La 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 la, der Spaß ist unser Lebenslang. La 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 la, die Füchse, Füchse im Spielmannsgewand. Andermal war uns vor lauter Durst die Kehle trocken. Kein Taler mehr, drum sind wir nachts ins Schankhaus eingebrochen. Dort fanden wir den Keller voll mit fast 2 Metern Bier. Füllten unsere Leiber mit dem Lebenselixier. Doch hörten wir Gepolter aus der oberen Etage. Die Tür sprang auf, der Schankwirt war ganz fürchterlich in Rage. Wir packten ihn und stopften ihn in eines dieser Fässer. Nagelten den Deckel drauf und leerten aus die Becher. Da hockte nun der Wirt im Fasswein bis zum Haxen. Er fluchte laut und schrie, euch soll die Pest am Arsch wachsen. Zum guten Schluss ist Finn noch mit der Schankmaid durchgebrannt. Da haben wir doch wieder mal den Bogen überspannt. La 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 la, so ziehen wir durchs ganze Land.
Hand. Und das, was wir da fanden, brachte uns um den Verstand. Eine Kiste voller Perlenketten, Gold und Edelstein. Wir fingen an zu träumen, wie es denn wäre, reich zu sein. Doch wurden wir vom Kapitän aus unserem Traum gerissen. Und Kilian hat vor Schreck noch eine Laterne umgeschmissen. Da stand nun dieses Schiff in meterhohen Flammen. Der Kapitän schrie laut: Euch soll der blanke Hans entmannen! Zum guten Schluss, wir schwangen über Bord, schwammen ohne Gold an Land. Da haben wir doch hier mal den Bogen überspannt. La 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 lein, so ziehen wir das ganze Land. La 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 lein, mit Bier und Lauten in der Hand. La 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 lein, der Spaß unser Lebensdrang. La 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 lein, die Füchse. Spielmannsgewand. Jubel! So, meine lieben Kollegen, wir sind immer noch auf den Ritterspielen und auf dem Ritterfest in Pullendorf. Und ihr seht, wir sind jetzt hier in einem Camp von den Veranstaltern und von den Bärenweinen, glaube ich, oder so ähnlich, Bärenweinritter. Und da hören wir jetzt mal ein bisschen was, um was es hier eigentlich geht. Die Firma Bärenwein, muss ich sagen, das ist einer von Deutschlands besten Metherstellern ist. Also meiner Meinung nach, aber das ist, ich stehe mit der Meinung ganz und gar nicht alleine da. Ein sehr beliebter Händler, die jetzt eben auch diesen wunderschönen Markt hier zu Pfullendorf erstmals organisiert haben, damit es auch eine Ritterschaft und Königschaft im Süden Deutschlands geben kann. Aha. Ansonsten findet sowas statt in Hamburg, in der Nähe München. Und also macht ihr jetzt momentan Entwicklungshilfe hier im Schwabenland? Sozusagen, das könnte man so ausdrücken. Das ist sehr schön. Das ist, vielen Dank. So lange wie ich, etwa 25 Jahre, Gründungsjahr 1994. Und es gibt sehr viele verschiedene, wie der Name schon sagt, Weine aus Beeren, Früchten, natürlich Met, Honigwein in allen möglichen Variationen, Farben und Formen. Und dazu gekauftes Sortiment an Bieren, verschiedene Schnäpse, Destillate inzwischen. Und das Sortiment wächst und wird immer größer. Braut ihr auch selber? Ich gehöre gar nicht zur Firma, ich bin nur einer der Ritter. Ah, okay. Ritter wird man, indem man genug Umsatz macht natürlich. Aha. Für 20 Euro Markteinkauf bekommt man eine Sammelmünze. Wenn man von diesen Münzen genug gesammelt hat, wird man schon Ritter geschlagen. Eine wunderschöne Schwerter. Oh. Und damit sind wir sozusagen die Vertreter von Bärenwein. Man könnte so Botschafter nennen, die den Leuten das näher bringen möchten. Sehr schön. Und wir Ritter wurden eben aufgefordert, gebeten, oder wie man es nennen möchte, hier das Lagerleben zu organisieren. Also ich war gestern Abend schon da. Es ist gigantisch, dieses Fest. Also ein Kompliment an den Veranstalter. Es ist wirklich was ganz Tolles gewesen. Wie gut Bärenwein ist. Entschuldigung. Darf ich Ihnen ein Glas anbieten, um zu demonstrieren, wie gut das Bärenwein ist? Lieben Gott, mache ich gerne. Danke. Am gestrigen Tag fand dann eben die Ritterspiele statt. Also wir Lagerleben Ritter haben uns vorne versammelt bei der Taverne. Und nachdem wir den Markt offiziell eröffnet haben, die Ritterspiele gemacht, um den König des Südens zu krönen. Wir mussten verschiedene Fragen beantworten zur Geschichte von Bärenweine. Wir mussten eine Blindverköstigung machen und erraten, was es ist. Wir mussten Messer werfen und da wurden Punkte. War das nur intern oder waren da die? Das war intern für die Ritter. Intern für die Ritter. Aber es konnte natürlich zugeschaut werden. Und da wurden drei Könige gekrönt. Selbst darf ich auch diese Ehre brüsten. Oh, sehr schön. Der Nachbarn und einer, der irgendwo anders lag, ich weiß nicht mehr wo, hatten den höchsten Punktestand zusammen. Die wohl größte Herausforderung war das Marshmallow-Wettessen. Das ist aber nicht so ritterlich, oder? Marshmallows in den Mund stopfen, ohne sie runterzuschlucken. Okay. Da hatte unser höchster Punktehalter 18 Stück, wo alle anderen aufgegeben hatten. Sehr schön. Gleichzeitig überraschend sehr gut. Seid ihr dann jedes Wochenende unterwegs? Also das ist tatsächlich das allererste Mal, dass wir überhaupt lagern, als Gruppe so. Wir sind sonst auch nur Tagesbesucher. Und jetzt, je nachdem, wie oft sich so Märkte finden werden, wo man lagern kann, wird es dann wiederholt worden. Wie ist euer Eindruck? War die Veranstaltung gut? Sehr, sehr gut. Und jeder Methändler und jeder Lederhändler, mit dem ich geredet habe bis jetzt, und jeder Klamottenhändler sagt auch das Gleiche. Ist ja nicht einfach bei so einem Markt, wenn das erste Mal stattfindet,
Das ist nicht gleich garantiert für alle, aber Besucherzahlen und die Umsätze waren gut. Also ist es wieder angedacht, in Pfullendorf so etwas zu machen? Ja. Nee, in Hinsicht. Also, Inhaber von Bärenmann hat mir das gestern noch gesagt, dass es so gut läuft bis jetzt und dass es auf jeden Fall nochmal stattfinden soll. Ob genau hier in Pfullendorf, weiß ich nicht, aber ich bin sehr dafür. Sehr schön. Also, vor Pfullendorf muss ich sagen, ich bin auf viele Feste hier in Pfullendorf und Pfullendorf hat sehr viele Feste und gute Feste auch. Im Seepark unten und so weiter. Aber ich muss sagen, ein Kompliment an euer Fest. Also, ich habe ein bisschen ein Problem gehabt mit der Geschichte, dass man sich in einem Wochenende in jemand anderen verkleidet und etwas anderes darstellt. Aber ich bin eines anderen belehrt worden. Es ist großartig, was ihr hier macht. Ist eigentlich nicht so. Es geht um den Rennen, was soll ich sagen? Um die Renneinstellung. Genau. Du kannst dich da genauso reinversetzen wie alles andere auch. Und was mir auch ganz gut gefällt bei euch hier, es geht ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Letztendlich. So, jetzt haben wir natürlich der Bärenweiner. Das muss natürlich auch noch sein. Das ist okay. Nee, mir gefällt es, dass ihr da ein bisschen zurück zu den Wurzeln geht. Dass wir Menschen einfach auch ein bisschen weggehen, mal wieder von der blöden Hygiene, dass wir Kinder steril aufziehen und später müssen wir sie in Waldkindergarten schicken, damit sie überleben können. Und da finde ich das, was ihr hier gemacht habt, ganz tolle Angelegenheit. Ich sage vielen Dank. Wenn ihr mal noch eine Karte habt, baue ich ein Video ein vom Weinhersteller oder vom Weinlieferanten, wenn ihr was habt. Meine sehr geehrten Kollegen, und das ist jetzt der Warnruf, wenn über den Seepark die Schweizer kommen, dann werden die Wikinger hier ihren Warnruf ausrufen. Spiel mal mit. Ja, fantastisch. Uns trinken, uns blasen geht immer besser, wenn man viel Wein getrunken hat. So, und beim tierischen Radl seht ihr jetzt natürlich, er hat seine Aufgabe erfüllt. Er wurde abgestellt, dass er Frauen abortiert und das hat er auch gemacht. Also, ihr seht, auch das tierische Radl ist fürs Mittelalter geschaffen. Ihr wollt noch etwas ergänzen? Ist das Bärenrennen auch für die Ritter und Fans und Anhänger sehr viel leichter. Die Ritter haben gestern Münzen bekommen mit ihren Namen eingebunden. Oh. Die wurden auch dieselben Münzen in die extra aufgebaute Tafelrunde eingelassen, sodass sie dauerhaft dort vertreten sind, die Ritter. Wahnsinn! Das ist ja mir wie ein Ritterschlag. Wenn eine Tafelrunde voll ist, wird sie eben am Eingang gehängt. Dann wird die nächste Tafelrunde aufgebaut. Sehr schön. Also wir sind auf Dauer verewigt. Also noch einmal ein riesen Kompliment an euch alle, dafür rüberschwenken zu euch. Ein Riesenkompliment an euch alle. Also was ihr hier aufgezogen habt, das ist grandios gewesen. Wie gesagt, mein Highlight gestern Abend war natürlich die russische Band, das war der Highlight für so ein Fest. Besser kann man das nicht verkörpern, was die da geliefert haben. Und wie gesagt, ich glaube, ja, das Frauli nehmen wir mit heim, gell, Thierry? Das können wir schon mit heimnehmen, das Frauli, gell? Gar kein Problem. Da steckte nun der Pfeil im Hinterteil vom Pfaffen. Er fluchte laut und schrie: Euch soll der Blitz beim Scheiß treffen! Wir grüßen Reitmarseil, sind auch gleich davon gerannt. Da haben wir doch wieder mal den Bogen überspannt. La 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 la, so ziehen wir das ganze Land. La 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 la, mit Bier und Laute in der Hand. La 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 la, der Spaß unser Lebenslang. La 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 la, die Füchse, Füchse in Spielmannsgewand. Ein andermal war uns vor lauter Durst die Kehle trocken. Kein Taler mehr, drum sind wir nachts ins Schankhaus eingebrochen. Dort fanden wir den Keller voll mit fast 2 Metern Bier, füllten unsere Leiber mit dem Lebenselixier. Doch hörten wir Gepolter aus der oberen Etage. Die Tür sprang auf, der Schankwirt war ganz fürchterlich in Rage. Wir packten ihn und stopften ihn in eines dieser Fässer, nagelten den Deckel drauf und leerten aus die Becher.
da hockte nun der Wirt, im Fasswein bis zum Haxen, er fluchte laut und schrie, euch soll die Pest am Arsch wachsen. Zum guten Schluss ist Finn noch mit der Schankmaid durchgebrannt, da haben wir doch wieder mal den Bogen überspannt. La 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 la, so ziehen wir durchs ganze Land, la 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 la, mit Bier und Laute in der Hand, la 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 la, der Spaß ist unser Lebenslang, la 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 la, die Füchse. Und das, was wir da fanden, brachte uns um den Verstand. Der Kiste voller Perlenketten, Gold und Edelstein. Wir fingen an zu träumen, wie es denn wäre, reich zu sein. Doch wurden wir vom Kapitän aus unserem Traum gerissen. Und Kilian hat vor Schreck noch ne Laterne umgeschmissen. Da stand nun dieses Schiff in meterhohen Flammen, der Kapitän schrie laut, euch soll der blanke Hans entmannen! Zum guten Schluss, wir schwangen über Bord, schwammen ohne Gold an Land, da haben wir doch hier mal den Bogen überspannt. La 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 la, so ziehen wir durchs ganze Land, la 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 la, mit Bier und Laute in der Hand, la 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 la, der Spaß ist unser Lebensdrang, la 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 la, die Füchse. Spielmannsgewand.